Der 24. Februar begann wie ein üblicher Arbeitstag für Oleksiy Tscheleszty, einem Nachtschichtarbeiter in der ukrainischen Atomruine Tschernobyl. Dann kamen das Artilleriefeuer und schließlich die russischen Soldaten. Es war beängstigend, was da vor sich ging. Es war beängstigend, denn schließlich ist dies ein Krieg, der sehr unberechenbar ist. Er kann sehr ernste Folgen für jeden Bewohner des Landes haben. Mehr als 100 Arbeiter der Nachtschicht wurden in dem ehemaligen Atomkraftwerk mehrere Wochen festgehalten, abgeschnitten vom Rest der Welt und unter strenger Beobachtung der russischen Soldaten mussten sie rund um die Uhr ihrer Arbeit nachgehen, die Ruine zu sichern. Aufgrund der Kämpfe in der Nähe von Kiew wurde die Stromleitung beschädigt und wir hatten 6 Tage lang keinen Strom. Nur die Generatoren für die Notversorgung des Bahnhofs funktionierten. Hätte es diese Generatoren nicht gegeben, wäre das Risiko eines neuen Fukushima sehr hoch gewesen, da der Kernbrennstoff nicht mehr gekühlt worden wäre. Die Gefahr einer Explosion wäre sehr hoch gewesen. Im Atomkraftwerk Tschernobyl hatte sich am 26. April 1986 das schlimmste Atomunglück der Geschichte ereignet. Das Kraftwerk ist seither stillgelegt. Ein riesiger Sarkophag soll den Austritt radioaktiver Strahlung verhindern. Die ukrainischen Behörden beschuldigen die Russen, Sicherheitsbestimmungen mutwillig missachtet zu haben. Soldaten hätten Gräben ausgehoben und Lager in stark verstrahlten Bereichen der Anlage errichtet. Was die russischen Soldaten eingeatmet haben, wird man so schnell nicht wieder los. Wir sagen dazu, die russischen Truppen haben Tschernobyl verlassen, aber Tschernobyl wird sie nie verlassen. Ende März zogen sich die russischen Streitkräfte wieder zurück. Für viele Bewohner der angrenzenden Stadt Slavutich hat die Besetzung der Atomruine die Erinnerung an die nukleare Katastrophe neu erweckt.